Hallo, das hier ist der Ninebot Kickscooter D38D. Das ist einer der neuesten Scooter der Marke Ninebot bzw. Segway Ninebot. Die gehören ja beide zusammen. Speziell entwickelt für den deutschen Markt, das heißt mit Straßenzulassung, mit entsprechender Geschwindigkeitsbegrenzung, aber auch mit ein paar neuen Funktionen. Wir hatten schon ein paar Kickscooter oder E-Scooter bei uns, unter anderem den berühmten Xiaomi Scooter Mi 1S. Das Video können wir euch hier mal verlinken. Dazu haben wir nämlich ein Video gemacht. Schaut euch das gerne mal an. Bisher mein Favorit. Mal schauen, ob der den jetzt ablösen kann. Können wird. Auf dem Papier klingt das schon mal alles ziemlich gut, was man hier bekommt. Der E-Scooter D38D hat eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h. Das ist natürlich das, was in Deutschland erlaubt ist. Schneller dürfte er gar nicht fahren. Es gibt drei Geschwindigkeitsmodi, die man hier einfach über das Display einstellen kann. Im Eco-Modus, das ist so ein Sparmodus, verbraucht er weniger Energie, beschleunigt deutlich langsamer und fährt 15 km/h. Das kann man machen, wenn man jetzt ein bisschen langsamer fahren möchte. Dann gibt es einen Standardmodus und einen Sportmodus, die beide 20 km/h schnell fahren, die sich vor allem aber durch die Beschleunigung eigentlich unterscheiden. Im Sportmodus verbraucht er ein bisschen mehr Energie und zieht aber noch mal ein bisschen schneller an. Habe ich persönlich keinen so großen Unterschied festgestellt. Ich fahre eigentlich im Standardmodus ziemlich gut. Es gibt noch einen Fußgängermodus oder Walk Mode, wird er in der Anleitung immer genannt, mit dem ich nur 5 km/h schnell fahren kann. Wenn man ihn jetzt neben sich herschiebt oder wirklich neben einem Fußgänger hergehen möchte, hat man auch die Option, aber eigentlich 20 km/h ist natürlich die Geschwindigkeit, mit der man meistens unterwegs sein wird. Wir haben hier auch einen größeren Akku verbaut. Der Akku soll bis zu 38 km weit kommen. Daher kommt auch der Name D38D. Das ist die maximale Reichweite, die der Akku ja haben kann. Das ist leicht überdurchschnittlich. Wenn man sich zum Beispiel mal den Mi-Scooter anguckt, da wird 30 km/h angegeben. Es gibt auch Modelle mit so 40, 50 Kilometern Reichweite. 38 ist ziemlich gut. Erreicht man natürlich nur unter idealen Bedingungen. In der Realität habe ich gemerkt, 30 km/h ist hier so realistisch. Das ist auch ganz ordentlich, je nachdem, wofür man den auch pendle ich damit zur Arbeit, vielleicht nur zur Bahn, benutze ich den in der Freizeit ab und zu mal. 30 Kilometer ist aber eine sehr gute Reichweite, die der hier auch konstant schafft. Wir können mal kurz durch die sonstige Ausstattung und die Features gehen. Wie gesagt, hat er eine Straßenzulassung, dafür muss er bestimmte Dinge erfüllen. Zum Beispiel hat er eine Beleuchtung, die ist natürlich vorhanden. Vorne und hinten gibt es Beleuchtungen, es gibt Reflektoren in den beiden Lampen vorne und hinten. Es gibt eine Klingel, die ebenso vorgeschrieben ist, und wir haben zwei Bremsen. Jein, er braucht laut Vorschrift zwei Bremsen, die sind aber hier beide in einer Bremse verbaut. Wir haben nur einen Bremshebel, der einerseits zu einer Trommelbremse im Hinterrad führt und gleichzeitig eine elektronische Bremse im Vorderrad auslöst. Das heißt, ich bremse immer automatisch mit beiden Bremsen, deswegen bremst er tatsächlich ziemlich gut. Ein bisschen ungewohnt ist es, dass die elektronische Bremse sich so bei 3-4 km/h abschaltet und du, wenn du kurz bevor du zum Stehen kommst, es immer so ganz kurz ein bisschen wackelt, weil die Trommelbremse noch anzieht, die elektronische sich dann abschaltet. Insgesamt, wenn man aber von 20 km/h runterbremst, geht das sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit der Bremse. Es ist ein bisschen ungewohnt, man hat wirklich nur diesen einen Griff. Ich habe am Anfang auch ein bisschen gesucht, weil ich dachte, wo ist denn die zweite Bremse? Nee, beide sind in einem Griff. So ist das hier gelöst. Was bekommt man sonst noch mit dem Roller? Was wurde hier sonst noch verbessert? Na, unter anderem haben wir ein breiteres Trittbrett. Wenn man mal andere Roller gesehen hat, auch von Ninebot, aber auch von Xiaomi zum Beispiel, die sind ein bisschen schmaler. Das hier ist um 20-30% noch mal verbreitert worden. Finde ich angenehm beim Fahren, weil die natürlich beide oder die Trittbretter immer ein bisschen kurz sind. Hier kann man ein bisschen angenehmer drauf stehen, das finde ich sehr schön. Wir haben große 10 Zoll Luftreifen, ganz viele Scooter haben 8 bis 9 Zoll. Große Reifen sind deswegen erstmal besser, weil es ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit beim Fahren gibt. Die gefallen mir hier auch ziemlich gut. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, wir haben gesagt, er fährt 20 km/h schnell. Die Leistung ist aber ein bisschen stärker und womit hier ausdrücklich geworben wird, ist, dass er Steigungen bis zu 20% schafft. Und das ist mir tatsächlich aufgefallen, anders als bei anderen Scootern. Ich komme relativ steile Hänge tatsächlich gut hier hoch und macht das sehr solide. Ist jetzt schwer zu beschreiben, bei welchem Hügel dann Schluss ist, aber diese 20% halte ich für realistisch und merke hier auf jeden Fall einen Unterschied. Das heißt, gerade wenn man vielleicht mal nicht in der ganz flachen Region lebt, sondern da auch entsprechend Hügel und Täler hat, dann ist das vielleicht die richtige Wahl da. Wir haben einen Ständer hier, das sieht man schon zum Aufstellen. Der erfüllt jetzt seinen Zweck. Wenn man den jetzt am Hang irgendwie abstellt, dann ist das schon mal ein bisschen wackelig. Und ich hatte den auch mal mit in der Bahn und am Türbereich ist es dann schon mal schief. Dann fällt er dann schon mal eher um. Das ist bei allen E-Scootern aber eigentlich immer so. Eine Funktion, die wir natürlich hier haben, und das ist mit einer der wichtigsten Sachen, was den E-Scooter natürlich ausmacht. Man kann ihn auch einklappen. Wir können natürlich hier wie bei allen E-Scootern einfach diesen Hebel umlegen, um den eben so, na, hier ist glaube ich so der Mittelpunkt,
ihn ganz gut transportieren zu können. So passt er dann nämlich auch in die meisten Autos in den Kofferraum. Man kann ihn mal eben so mit in die Bahn nehmen. Der Scooter wiegt knapp 16 Kilogramm. Das ist jetzt nicht der leichteste. Liegt ein bisschen am Akku, weil der Akku eben wieder leicht überdurchschnittlich ist. Ich finde ihn ganz angenehm zu tragen. Er hat irgendwie einen guten Schwerpunkt, aber es gibt durchaus mit 14 Kilo, mit sogar bis zu 12 Kilo leichtere Scooter, die in der Regel dann aber eine kürzere Reichweite haben. Das muss man fairerweise auch dazu sagen. Alle Funktionen oder alle wichtigen Informationen eher gesagt, sieht man natürlich wie immer bei diesen Scootern auf dem Display. Das ist hier relativ schlicht gehalten. Wir haben die Geschwindigkeitsanzeige und den Akkustand. Das sind so die Hauptinformationen. Wir sehen, in welchem Modus wir uns da jeweils befinden. In diesem Öko-Stromsparmodus, normal oder eben Sportmodus, ob die Beleuchtung an ist und ob Bluetooth aktiviert ist. Denn natürlich gibt es wie bei eigentlich fast all diesen Scootern eine entsprechende App, die hier von Ninebot natürlich kommt. Das ist relativ übersichtlich. Genau hier ist das Fahrtenprotokoll, was man zum Beispiel sehen kann, wo wir die letzte gefahrene Strecke angezeigt bekommen, sogar mit GPS. Wenn das am Smartphone aktiviert ist, wird da sogar die Strecke angezeigt. Wir haben am unteren Ende können wir diesen Walk-Mode aktivieren. Das geht nicht über das Display, sondern nur über das Handy, dass wir eben diese 5 km/h fahren können. Dann wird die Geschwindigkeit entsprechend gedrosselt. Wir haben eine Energierückgewinnungsfunktion. Das haben auch viele andere Scooter. Soll dazu dienen, wie der Name schon sagt, Energie beim Bremsen zurückzugewinnen, die dann dem Akku wieder zugeführt wird, hat praktisch die Auswirkungen, dass der Roller noch mal schneller abbremst. Das mag nicht jeder. Ich bin da auch nicht immer Fan von, weil man dann eben nicht mehr so locker ausrollen kann, sondern der Roller noch stärker bremst. Das kann man auf jeden Fall auch hier in der App einstellen. Wir können Firmware-Updates anfragen. Und ansonsten sind viele Funktionen der App tatsächlich eher wie eine kleine Social-Media-Plattform. Ich war ein bisschen überrascht, dass man sich entschieden hat, das hier so zu lösen. Hier können andere Besitzer des Rollers oder anderer Ninebot-Roller vor allem posten hier eigene Bilder, können hier Stories teilen. Es ist ein bisschen wie so ein Social-Media-Feed. Das mag jetzt nicht jeder, das muss man natürlich auch nicht nutzen, aber anscheinend möchte Ninebot Segway hier so ein kleines, ja, Community-Social-Media-Ding aufbauen. Die Frage ist, muss ich die App überhaupt nutzen? Na, eigentlich nicht. Mindestens einmal allerdings schon, denn ihr müsst einmal den Scooter über die App freischalten, wenn ihr den gekauft habt, bevor ihr den einmalig mit der App koppelt und mit eurem Account. Fährt der nur 10 km/h und piept auch die ganze Zeit, sobald ihr losrollt. Ihr habt die Möglichkeit in der App, den Roller zu sperren, einfach über dieses Symbol hier. Ist bei so einem Scooter immer weniger sinnvoll, weil er natürlich nicht abgeschlossen ist. Ihr merkt aber, sobald man dann fährt, er drosselt und ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann, er fängt an zu piepen. Ich kriege eine Warnmeldung in der App, muss dafür aber natürlich trotzdem in der Nähe sein. Die Verbindung erfolgt über Bluetooth, das heißt, ich kann den jetzt nicht hier abstellen, einkaufen gehen oder was weiß ich. Ich kann ihn natürlich abschließen, das ist das, was man vielleicht auch tun sollte, ein Schloss hinten durch das Hinterrad zu machen. Eine wichtige Sache vielleicht noch zum Ende, wenn ihr jetzt sagt, kann ich den Scooter einfach fahren? Ja, auf jeden Fall. Der Scooter ist in Deutschland zugelassen. Ihr könnt den Scooter kaufen und dürft, sofern ihr 14 Jahre alt seid, ist das Mindestalter in Deutschland. Eine Sache muss natürlich gemacht werden, der Scooter braucht eine Versicherung. Das möchte ich hier nicht unerwähnt lassen. Man hat hier hinten extra die Fläche, auf der ihr das Kennzeichen klebt. Das klingt erstmal abschreckend. Eine Versicherung ist relativ einfach abgeschlossen. Die kostet auch nicht die Welt. Ich habe jetzt, glaube ich, für 8 Monate 17 Euro bezahlt. Das kann ein bisschen mehr werden, wenn das Alter der Fahrer jünger ist und wenn man ein ganzes Jahr versichert. Aber das ist dann bei 30 Euro. Das ist also ein kleiner Aufwand, den man hat, aber der dem jetzt nicht im Wege stehen sollte. Ich möchte es nur einmal erwähnen. Scooter muss natürlich versichert sein. Bin ich mit dem Scooter jetzt zufrieden? Ja, eigentlich schon. Ich habe wenig zu meckern. Ich bin mit ein paar Sachen sehr zufrieden. Ich mag das, die bisschen breitere Stellfläche und die größeren Reifen. Ich finde, der fährt sich sehr angenehm. Ich mag auch das Verhältnis von Akku und Gewicht. Der ist noch leicht genug, dass man ihn transportieren kann. Hat aber die Reichweite von 30 Kilometern. Die gefällt mir auch sehr gut. Wenn ich was zu meckern hätte, wenn man sehr langsam fährt, das Bremsen mit den 2 Bremsen, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und vielleicht der letzte Punkt noch, der Preis. Noch ist der Scooter gar nicht erschienen, je nachdem, wann ihr das Video. Der soll jetzt im Juli 2022 erst auf den Markt kommen. Wir haben ihn schon ein bisschen früher bekommen, um den auszuprobieren. Und der Preis ist mit um die 500 Euro angesetzt. Ja, was nicht teuer ist und was der Scooter auch wert ist. Aber wenn man sich andere Scooter anschaut, die man vielleicht auch mal für 400 oder 350 kriegen konnte, muss man sich das natürlich überlegen. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, schaut mal, ob ihr den, wenn ihr euch den holen wollt, im Angebot bekommt. Der wird man sicherlich mal für 450 Euro auch kriegen, anstatt den 500. Und mit Sicherheit auch mal in Aktionen, wo man dann zum Beispiel einen Helm oder ein Schloss für den Scooter gratis dazu bekommt. Wir verlinken euch auf jeden Fall die Produktseite bei Ninebot unten im Video. Da könnt ihr mal reinschauen und sobald der Scooter verfügbar wird, werdet ihr den da auch finden. Und dann wird er, wie gesagt, zum Release, ich glaube,
508 € oder so war angedacht. Was der genaue Preis ist und ob es dann angeboten wird, wird man dann sehen müssen. Wenn euch diese kleine Vorstellung dieses Rollers gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like für dieses Video da. Guckt euch auch gerne die anderen Videos auf dem Kanal an und lasst uns gerne ein Abo da. Und sagt mir auch vor allem in den Kommentaren, was haltet ihr von dem Roller? Fahrt ihr selber E-Scooter? Habt ihr Bock auf einen E-Scooter oder ist das eher nicht so euer Ding? Sagt uns das gerne in den Kommentaren. Ich freue mich, die zu lesen und sage dann bis zum... Hier ist noch zum nächsten Video, soll ich mal sagen. Hier geht's noch zum nächsten Video. Ansonsten macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.